Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir jetzt in den letzten Debattenbeiträgen schon wieder so viel Quark über die Vorratsdatenspeicherung von der FDP und von den Grünen gehört haben, wäre jetzt eigentlich Gelegenheit, sich gleich darüber aufzuregen. Aber ich stelle das etwas zurück. Ich stelle das etwas zurück, um vielleicht doch noch mal das Positive hervorzustellen. Dass wir nämlich schon sagen müssen, ja, das hat natürlich mit dem Europawahlkampf zu tun, aber es ist positiv, dass wir hier im Deutschen Bundestag auch einmal in einer Kernzeitdebatte so intensiv über Europol diskutieren. Und es ist positiv, dass wir auch den Blick darauf werfen, stärker zu werden in der Sicherheitsunion, in der Europäischen Union. Und es ist richtig, dass auch CDU und CSU dafür arbeiten, dass wir vorankommen auf dem Weg zu einem europäischen Kriminalamt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber was sich unterscheidet, ist der Weg und die Weite, in der wir zu diesem Ziel gelangen wollen. Wir haben uns in unserem Wahlprogramm zuallererst dazu bekannt, und das ist auch die realistische Einschätzung, dass wir Europol vor allem entwickeln wollen und weiterentwickeln wollen in den nächsten Monaten zu einer verbesserten Koordinierungs- und Verbindungsstelle. Deswegen geht es jetzt in einem ersten Schritt darum, vor allem die Interoperabilität von Datensystemen zu verbessern. Aber ja, Ihr Antrag geht eben deutlich weiter. Die FDP will deutlich mehr operative Befugnisse für Europol, und darüber kann man schon durchaus staunen. Denn wenn man ehrlich ist, muss man schon auch sagen, ja, Politik fängt mit dem Betrachten der Wirklichkeit an, und dazu gehört, dass Ihr Vorschlag alles andere als realistisch ist. Denn er erfordert eine Änderung der europäischen Verträge, die mittelbar jetzt nicht zu machen ist, die kurzfristig nicht zu machen ist. Und Sie müssten vor allem erklären, wenn Sie denn diesen großen operativen Aufwuchs bei Europol haben wollen, wo der denn herkommen soll. Ich meine, die FDP, das ist ja die große Digitalpartei, aber ich glaube, selbst Sie als große Digitalpartei haben noch nicht entdeckt, dass man kurzfristig Bundespolizei oder Europol-Beamte bei Amazon bestellen kann. Also ich gehe jedenfalls davon aus, dass das nicht geht, sondern das ist eine langfristige Aufgabe, und deswegen setzen wir eine andere Schwerpunktsetzung und sagen, für uns steht im Vordergrund, jetzt die Informationsverarbeitung weiterzuentwickeln, und operative Befugnisse sind für uns zuallererst die nationale Aufgabe, und deswegen sehen wir dafür auch den Blick vor allem auf den nationalen Behörden, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zu stärken. Das ist das wichtige Thema, da sollte man von Ihnen sich keinen Sand in die Augen streuen lassen. Aber ich will auch sagen, es wundert mich schon, dass ausgerechnet die FDP, und die Debatte hat gezeigt, wie schief das ist, dass ausgerechnet die FDP jetzt neue Befugnisse auf europäischer Ebene fordert. Das ist das klassische Bild der Metapher des Bocks, der sich selbst zum Gärtner machen will. Warum ist das eine schlechte Idee? Weil der Bock erstens ein schlechter Gärtner ist und zweitens den Garten auch noch auffrisst. Genau das machen Sie nämlich mit Ihrer Sicherheitspolitik. Sie wollen Befugnisse bei Europol, doch was Sie tatsächlich auf nationaler Ebene verhindern, ist nämlich eine konsequent aufgestellte Sicherheitspolitik gegen Online-Durchsuchungen, gegen aktive Cyberabwehr, gegen Vorratsdatenspeicherung. Und das machen wir nicht mit. Sie brauchen nicht über Befugnisse auf der europäischen Ebene reden. Und es ist vor allem doch auch mal eines, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir hier über Vorratsdatenspeicherung reden, finde ich das doch wirklich bemerkenswert, mit welchen juristischen Dünnbrettbohrereien hier dann wieder argumentiert wird. Kollege von Notz stellt sich hier hin. Hören Sie zu, Frau Mihalic, hören Sie zu. Es ist besser, wenn Sie reden, können Sie mir nicht so gut folgen. Ja, sehen Sie, das ist, da machen Sie denselben Fehler wie Konstantin von Notz. Der stellt sich bei der Rede von Kollegen Irmer hin und sagt, das Bundesverfassungsgericht hätte gesagt, die Vorratsdatenspeicherung ist unwirksam. Das stimmt nicht. Wir haben darauf reagiert. Es gibt in der Tat eine Entscheidung, die ein erstes Gesetz verworfen hat. Aber wir haben 2015 eben einen neuen und aus unserer Sicht verfassungskonformen Gesetzentwurf vorgelegt. Es gibt ein Gesetz. Volker Ulrich war damals Berichterstatter, einer der besten Juristen unserer Fraktion. Deswegen bin ich auch sicher, er wird das gleich noch mal erklären, das Bundesverfassungsgericht wird uns bestätigen. Und es ist möglich, wir haben aus Rücksicht auf die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen darauf verzichtet, die Vorratsdatenspeicherung jetzt umzusetzen, aber sie ist verfassungsrechtlich möglich. Ich hätte das gerne auch Herrn von Notz gesagt, der ist jetzt aber los und liest es wahrscheinlich gerade in der Bibliothek nach. Ist ihm
auch zu empfehlen an der Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, die Vorratsdatenspeicherung ist möglich. Wir arbeiten dort an einer Lösung. Und die Intervention des Kollegen Hoffmann hat es deutlich gemacht, wenn es um tausende Fälle von Kinderpornografie in Deutschland und in Europa geht, dann brauchen wir diese Instrumente. Und was wir in diesem Moment brauchen, sind vernünftige Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörden und nicht solche Scheindebatten. Wir arbeiten realistisch daran, die Sicherheit in unserem Land hier und in Europa zu erhöhen. Das bekommt man nur mit CDU und CSU. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Als letzter Redner in dieser Debatte erhält der Kollege Dr. Volker Ulm.